Unser Rundholz kommt direkt aus dem Forst, zu 60-70% aus Belgien, die andere Hälfte aus Deutschland, im Land NRW und dort zum Großteil aus Staatswald. Alles relativ just in time, da wir nur begrenzte Lagermöglichkeiten haben. 25 LKWs Langholz entspricht ca. 1000 Festmeter Holz, die hier am Tag verarbeitet werden. Das Unternehmen Eigelshofen wurde 1888 bereits gegründet, von meinem Ur-Urgroßvater tatsächlich. Das heißt, wir sind inzwischen ein in der vierten Generation geführtes Unternehmen. 2000 sind wir allerdings mit dem alten Sägewerk damals komplett abgebrannt. Die Entscheidung ist dann so gewesen, dass sie 2001 neu aufgebaut haben. Natürlich viel moderner, viel mehr Technik. Die Einschnittskapazität von uns hat sich somit auf 200.000 Festmeter im Jahr vergrößert. Inzwischen beschäftigen wir allein im Sägewerk rund 60 Mitarbeiter. Das Holz fährt langsam zum Rundholzbediener, läuft durch die Entrindung, durch ein Splittersuchgerät. Wir sind hier am Rundholzplatz. Man sieht den gelben Messvorhang, der jetzt gerade im Hintergrund ist, der gleich wieder vorfährt, der unser Holz zweidimensional vermisst. Anschließend sieht der Rundholzplatzbediener ein schematisches Bild von dem Stamm, der gerade vermessen wurde. Und der Computer schlägt automatisch vor, ich hätte Auftrag 2711, den könnte ich im ersten Abschnitt einteilen. Anschließend sieht man auf der rechten Seite auf dem Bildschirm die Kappsäge, die die einzelnen Abschnitte rauskappt. Die Kamera ist deshalb so unten auf den Stock nochmal gerichtet vom Stamm, damit der Bediener auch da nochmal sehen kann, falls sich eine Fäule im Holz befindet, kann er eben auch hier sagen, Moment, immer abschneiden, 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 bis der Stamm wieder sauber und weiß wird. Wichtig dazu zu wissen ist, dass wir natürlich nur Holz bezahlen, was sauber und in Ordnung ist. Bedeutet, zu astriges Holz bekommt einen Abschlag, Faulholz wird rausgekappt und gar nicht bezahlt. Und Holz, was ich faul ins Sägewerk laufen lasse, sortiere ich nachher als fertiges Schnittholz raus. Dann habe ich aber mein Rundholz bezahlt, habe also den vollen Verlust. Wir verarbeiten zu 60-70% die Fichte bei uns. Die Fichte ist der Brotbaum der deutschen Nadelholzindustrie. Das ist einfach der Baum, der die besten konstruktiven Eigenschaften im Verhältnis zu Wuchsdauer hat. In der 3D-Vermessung, in der Ansicht der 3D-Vermessung sieht man eben grün das Hauptprodukt, wie das Hauptprodukt in den Stamm gelegt wird und kann eben auch genau nachvollziehen, ob es an irgendeiner Stelle aus der Stammkontur ausbricht, heißt nicht scharfkantig gesägt wird. Die roten Bretter, die man drumherum sieht, optimiert der Computer vollautomatisch, um eine möglichst hohe Ausbeute, also eine möglichst hohe Wertschöpfung aus einem Stück Holz zu bekommen. Also wir arbeiten hier natürlich mit hochmodernen Maschinen. Man sieht auch an den einzelnen Punkten im Sägewerk, dass alle Daten digital immer weiter übergeben werden und ausgewertet werden und eben dann bis zum fertigen Stück Schnittholz eigentlich kein Mensch mehr dieses Stück Holz berührt, sondern alles von Maschinen abgewickelt wird. Wenn die ersten Bretter vom Stamm gelöst sind, fährt der Stamm weiter in der Produktion, wird einmal gewendet und fährt gerade in der Regel geradeaus auf das Kreissägenaggregat zu. Unser Kreissägenaggregat hat 6 vertikale Kreissägen und eine horizontale Kreissäge. Das heißt, theoretisch ist es möglich, in einem Durchlauf an der Kreissäge 14 Stücke Holz, die nachher ein Hauptprodukt sind, zu generieren. In der Praxis werden eher 2 bis 6 Stücke auf einmal generiert. Mein Name ist Joachim Krings und ich leite diesen Betrieb zusammen mit einem Kompagnon.
Und vorher haben unsere Väter diesen Betrieb schon geleitet. Wir sind jetzt die vierte Generation. Mein Sohn ist jetzt nicht mehr hier im Betrieb und mein Enkel, mein erster. Ob der nochmal ins Sägewerk kommt, weiß man nicht. Wir haben eigentlich überlebt, weil wir viel klein-klein machen. Wir können mit anderen großen Sägewerken können wir nicht mithalten. Wir schneiden eben für die umliegenden Betriebe oder auch Privatleute. Zu uns kann auch ein Privatmann kommen und eine Dachlatte und zwei Bretter kaufen. Bei uns kriegen sie eine gute Qualität und auch trockenes Holz. Wir haben unser Holz praktisch im Wald bevorratet und trocknen das Rundholz schon im Wald. Und wenn das Rundholz dann zu uns kommt, hat es schon eine Trockenzeit von 1 bis 2 Jahren hinter sich. Und daraus können wir auch trockenes Bauholz einschneiden. Früher haben wir mehr gesägt. Im Moment sind es noch so 1500 Meter Buche, die wir einschneiden und 3.000 bis 4.000 Festmeter Fichte. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir eigentlich das letzte richtige Sägewerk. Es gibt noch die Gebrüder Harpers hier in Zweifall, aber die machen doch überwiegend nur Verpackung. Wir haben jetzt aktuell ungefähr 16 bis 18 Angestellte. Das verteilt sich auf unsere Weiterverarbeitung, Sägewerk, und da ist noch ein Fahrer dabei, ein Schlosser dabei. Bei uns wird noch Handarbeit gefragt und da ist man noch nah am Geschehen und auch man sieht noch, was man macht aus der Nähe. Diese Art ist eben vom Aussterben sehr stark bedroht. Früher war das Sägewerk etwas anders, wie es heute ist. Wir hatten vielleicht auch noch einen Sonderstatus als Sägewerk, weil wir im Gegensatz zu anderen Sägewerken Laub- und Nadelholz geschnitten haben. Wir haben praktisch immer schon beides geschnitten auf zwei verschiedenen Linien. Und dadurch haben wir uns auch immer noch gut halten können, wie das Bauholz ausgelaufen ist. Da lief die Buchenblockware zum Beispiel noch sehr gut für die Polstermöbelfabriken. Aber das ist mittlerweile auch Geschichte, weil in Deutschland werden kaum noch Polstermöbel hergestellt. Und da muss man sich dann wieder andere Standbeine suchen. Und da haben wir immer mehr in die Weiterverarbeitung investiert und verlagert. Wir sind einer der ersten in Deutschland überhaupt gewesen, die schon Holz hitzebehandelt haben. Diese Hitzebehandlung muss sein, um spezielle Schädlinge abzutöten, die es in anderen Ländern nicht gab. Ja, wir stellen Kisten her, die nach Übersee oder auch in andere Länder gehen, wo eben diese Hitzebehandlung für nötig ist. Ja, wir erzeugen das Produkt, die fertigen Bretter, Kanthölzer, und dann wird bei uns in der Weiterverarbeitung werden die Kisten dann hergestellt. Wir haben jetzt noch eine Kiste für 3 Pferdeköpfe hergestellt. 3 Pferdeskulpturen, die nach Australien gehen sollten zum Kunden. Wir befinden uns jetzt an der Sortierstraße. Wir sind also jetzt durch die komplette Produktion gefahren. Wir haben aus Rund erstmal eckig gemacht, aber dieses eckige Stück Holz muss natürlich nochmal bewertet werden. Bei aller guten Vermessung von einem runden Baumstamm, es funktioniert nicht, da alles mit der Technik vorher abzubilden. An der Sortierung sind 2 Leute dauerhaft dafür zuständig, das Holz visuell zu bewerten. Das bedeutet, sie beurteilen nochmal, ist irgendwo eine Waldkante, die nicht sein darf, ist das Stück Holz eventuell gebrochen, ist es in der Mitte faul, und haben über unterschiedliche Knöpfe die Möglichkeit, Holz auszusortieren, kürzer zu schneiden
oder einem anderen Auftrag zuzuordnen. In so einem kleinen Betrieb muss auch der Chef alles machen. Der muss das Lager aufräumen, auch mal mit dem Stapler zwischendurch was wegfahren. Die Büroarbeit, die fällt meist dann abends oder am Wochenende zusätzlich an. Sicherlich ist Holz meine Leidenschaft, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Obwohl so ein zarter Druck war vielleicht früher schon da von meinen Eltern oder Großeltern. Vielleicht, dass mein Opa früher mal gesagt hat, Jungchen, und du kommst in den Betrieb, ist das klar. Ne? Es war früher so eigentlich, dass vom Nachfolger erwartet wurde, dass der den Betrieb dann auch weiterführte, den elterlichen Betrieb. Für mich stand das lange überhaupt nicht zur Debatte, dass ich hier in das Unternehmen einsteigen werde. Hab gedacht, ich versuche es mal, weil es auch keinen anderen Nachfolger bei uns im Unternehmen in der Familie gegeben hätte. Allerdings war für mich wirklich nach, ich glaube, wenigen Wochen im Studium klar, dass das genau das Richtige für mich ist und dass mich die Branche total begeistert. Der Umgang mit den Kollegen, aber auch mit Kunden ist eigentlich sehr locker und sehr angenehm. Und das hat mich sehr schnell fasziniert und bin da sehr, sehr glücklich, dass ich da auch nach wie vor arbeite.